Herzlich willkommen zu A, der Kurzfunk von A. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht nur unter uns weint. Mitraten, wie immer wünscht. Und ich übergebe direkt das Wort mit den 10 Hinweisen an die Person, denen ich dank der wunderbaren Samples dieses Intro verdanke. Vielen Dank. So, und dann gehe ich weiter an den Dominik. Ach so. Was? Und der Johannes ist auch noch dabei. War das von mir gesampelt? Ja. Nein, es war Spaß. Ja. Aber es war wieder großartig. Also ich mag das total, diesen Einstieg. Ja, ich habe die Augen zugemacht und es hat sich wieder angefühlt wie ein Autoscooter. Ja, also ich weiß, dass Yoshi jetzt nicht mehr schläft. Das ist doch gut. Irgendwann muss der auch mal aufwachen. Okay, also nicht nur, dass die Hinweise 12 an der Zahl sind und mannigfaltig, auch ein immens langer Intro-Text, der aber auch schön und nett formuliert ist, also lese ich jetzt einfach mal vor. Und das hast du alles selbst geschrieben? Nein, eben gar nichts davon. Das hat der Martin schon Anfang November. Und wir erwähnen immer, dass es so ist, dass wir uns über Folgen freuen, aber wir müssen auch mal dazu sagen, es dauert jetzt ein paar Monate, bis ihr dran seid. Ich bin jetzt leer. Dann grüßen wir mal den Martin. Wer auch mein Lord Dominik. Nach dem Genuss eines sehr tollen Beitrags im Podcast Ridiculous History zu einer von mir höchst geschätzten Person, habe ich beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen und daraus mal eine Folge A für euch zu machen. Okay, 12 Hinweise sind es schon, aber dafür ist der Typ sowas von tot. Ja, der ist auch im allgemeinen Bekanntheitsgrad ist er auch sowas von tot, würde ich behaupten. So. In deiner Eigenschaft als Lord bist du auf jeden Fall prädestiniert dazu, dies vorzutragen. Ich freue mich riesig auf die Reaktion der Jungs sowie auf jede weitere Folge Ach und A. Ach ja, meine Quellen, exzessives Rumgestöbere in Wikipedia und oben genannten Podcasts sowie jede Menge eigenes Wissen, deren einzelnen Quellen ich dir nicht mehr sagen kann. Ja, da werde ich dir wohl einfach glauben müssen. Liebe Grüße aus Halle. Liebe Grüße auch an den Florian, der euch letzthin das Paket mit Bier geschickt hat. Der hat 2018 bei mir 6 Monate Praktikum gemacht und während der Arbeit habe ich ihn mit Ach angefixt. Finde ich gleichzeitig geil, aber auch bedenklich, weil ich meine, Arbeit ist zum Arbeiten da, Martin. Also was soll das? Seitdem ist der einer eurer treuesten Hörer geworden. Nach mir selbstverständlich. Was ist denn das? Du kannst doch nicht jetzt ihn tadeln dafür, dass er euch Hörer beschafft hat. Ich neige zur Ironie. Ich weiß nicht, ob du den Podcast jemals gehört hast. Genau. So. Und jetzt geht's los. Ich nehme nochmal einen Schluck, weil jetzt wird's textlastig. Ich glaube, es gibt hier aber auch im Raum gerade keinen, der nicht zur Ironie neigt, oder? Ach. Ich weiß nicht, ob irgendjemanden in Deutschland so oft gesagt wird, dass er jetzt nicht weiß, ob das ernst gemeint ist oder nicht, wie mir. Ich weiß auch immer noch nicht. Ständig. Mir wird das ständig gesagt. Deswegen lache ich mittlerweile am Ende jedes Satzes, wo ich denke, dass es vielleicht Ironie war, was ich gerade gesagt habe. Deine eigenen. Also ich muss mal dem Martin bei all der spaßigen Kritik sagen, dass ich ihn liebe, einfach nur für das Vorwort, weil er tatsächlich auf mein Lieblingsbeuteltier verweist. Die folgenden Hinweise richten sich nach den weisen Worten eines gewissen Kängurus. Scheiß doch einfach auf die korrekte Chronologie und bring sie stattdessen in eine witzige Reihenfolge. Da hier ein knappes Dutzend achronologische Hinweise auf eine Person, die sowas von tot ist. Seid ihr bereit? Ist es schon ein Hinweis, dass die sowas... Nein, ist die töter als andere? Dominik, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob dir bewusst ist, dass ich tatsächlich Geräusche von dir in diesen Song eingebettet habe. Nein, ich habe dich ja mehrfach gefragt und der Johannes hat irgendwie mehrfach Nein gesagt und du hast mehrfach Ja gesagt. Gut. Das wird in der Aufnahme dann zu hören sein und sicherlich auch dich verwirren. Dann hör auf den Johannes. Genau. Was? Der weiß, was gut ist. Erstens, 3 Jahre nach meiner Hochzeit starben meine beiden Eltern, als sie beruflich in Italien unterwegs waren. Meine Mama starb an einer Seuche, mein Papa vermutlich an einer heftigen Malaria-Attacke. Alle Welt vermutete jedoch, dass er sei vergiftet worden. Und durch wen? Durch sie? Keine Ahnung. Moment, der Papa ist vergiftet worden oder er selbst? Nein, der Papa. Also... Ah, sag's nochmal, ihr könnt eigentlich aus meiner Sicht nicht draufkommen. Ich kann einfach die Hinweise vorlesen. Ja, Louis van Burg. Also ich habe so damit gerechnet, dass ihr es eh nicht erratet, dass ich ehrlich gesagt gar nicht auswendig weiß, wie der heißt.
Aber Dominik, du, dann mach doch du einfach auch die blöden Fragen dazwischen und dann klinge ich mich mal für eine gute Viertelstunde aus. Wie auch nein, so das ist wirklich witzig, bleib dran. Das ist witzig, weil zu meiner Blütezeit war ich der heiße Scheiß. Sportlich extrem erfolgreich, politisch agil und ehrgeizig, moralischer Kompass für meine Kollegen. Ich war der Prototyp meines Berufsstandes über mehrere Generationen hinweg. Ich mag das ja ganz gerne, in Podcast-Formate eingeladen zu werden, von denen ich keine Ahnung habe. Ja. Was das noch schlimmer ist, Johannes? Dummer da haben, von dem man keine Ahnung hat. Wenn man da drin ist. Und du musst jede Folge aushalten. Ja. Mein Papa hieß Heinrich und wurde später ein ziemlich hohes Tier in Deutschland. Meine Mama hieß Margarete. War er eine Giraffe? Ich glaube nicht. Das wäre, glaube ich, ein Hinweis irgendwann. Ihr habt nur gedacht, wenn ein hohes Tier wird. Ah. Also dann der Sohn von Heinrich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wie viele Heinrichs gab es denn? Acht mindestens. Wahrscheinlich. Viertens, geboren. Ah, ist es dieser Gebrauchtwarenhändler? Nein, okay. Weißt du, der hier von Bares Ferraris, der. Ja, ich meine, der können wir es nicht machen. Die müssen es doch sehen. Ich muss ja auch noch was dran verdienen. Der? Das darf ich da kurz ne, ich muss kurz noch was einen Schauspieler zu. Ich weiß leider nicht, welchen du meinst. Es gab übrigens eine Margarete Heinrich, nur so. Margarete Heinrich. Darf ich war kurz eine was sagen? Österreichische Filmregisseurin. Ja, selbstverständlich. Ich bin mir immer nicht sicher, ob du mich hörst, weil wir immer gefühlt ziemlich durcheinander plappern, wir zwei. Bitte? Ja, siehst du. Egal. Zum Thema Autoverkäufer, und da muss ich doch auch noch was verdienen. Ich habe, also nur kurzen Exkurs zu den 8 Folgen, habe ich ja auf dem Laufenden gehalten, was meinen Automobilkauf angeht. Auf jeden Fall habe ich neulich jetzt endlich das Lieferdatum von diesem Kfz bekommen und dann in der E-Mail stand, außerdem bräuchten wir bitte noch den Fahrzeugschein von Ihrem Auto. Dann rufe ich an und frage, weshalb Sie den Fahrzeugschein brauchen. Dann sagt die gute Dame zu mir, na also, sie hat das Angebot gesehen und sie hat jetzt mit dem Verkäufer noch eine Rücksprache gehalten, aber das kann ja nicht sein, dass es so günstig ist. Da ist sie davon ausgegangen, dass ich den Wagen in Anzahlung gebe. Und dann habe ich gesagt, ja nein. Und dann hat sie gemeint, ja, es wäre trotzdem sehr nett, wenn sie mir den Kfz-Schein zukommen lassen. Es ist so ein typischer Fall von, nein, und sie dann, haben mich angerufen. Und dann hat sie wirklich gesagt, ja, wir müssen ja, sie werden ja verstehen, da müssen wir auch noch, da verdienen wir ja nichts an dem Auto, wir müssen ja auch was verdienen. Also sie hat mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass es jetzt sehr nett wäre, wenn sie quasi diesen Wagen als in eingetauscht angeben würden bei der Behörde. So. Und dann habe ich mir im Nachhinein gedacht, ob die einfach nur total blöd ist, so mich quasi zu einem Verbrechen aufzufordern, weil das ist, glaube ich, also ein Vergehen zumindest. Oder aber, ob das der geilste Marketing-Gag aller Zeiten ist, um mir einfach das Gefühl zu geben, dass das jetzt das Megastäbchen war. Nächster Hinweis, bitte. Ja, Johannes, ich mag dich. Viertens, geboren wurde ich an einem 10. August in Luxemburg. Ein spektakulärer Tod widerfuhr mir 50 Jahre und 16 Tage später in Frankreich. Nach Begutachtung meiner Überreste im Jahre 1990 wurden folgende Verletzungen festgestellt. Ein Stich ins Auge, heftiges Schädeltrauma durch einen stumpfen Gegenstand, weitere Stiche unter anderem im linken Schulterblatt mit ernsten Verletzungen vitaler innerer Organe. Ob ich die Amputation meiner rechten Hand durch 3 Schläge mit etwas Scharfem noch hinbekommen hatte, ließ sich nicht mehr feststellen. Weder die Hand noch die daran steckenden Ringe wurden je wieder gefunden. Meine Leiche wurde direkt nach meinem Tod in einem Fass rumkonserviert. Das möchte ich übrigens auch haben. Das noch hinbekommen sollte einen noch mitbekommen heißen, oder? Sonst verstört mich das irgendwie mehr, als es eh schon tut. Mitbekommen? Ja. War das dieser Blutholz oder Buchholz? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Was soll das sein, ein Schauspieler? Nee. Buchholz, mein Schauspieler. Nee, das ist jemand, der ist eigentlich in die USA dann ausgewandert. Auch aus dem, also. Der wohnte mal bei mir in der Straße. Okay. Was? Nein. Nee, nee, nee. Egal. Nee. Ich glaube, wir sind viel, 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 viel früher dran.
noch lang vor Ausbildung. Es war doch jetzt gerade irgendwas mit 1900 noch was. Aber das ist hier nur gefunden dann irgendwie später. Also genau, die Überreste wurden im Jahr 1990 nochmal exhumiert. Was ich fragen wollte, woran ist er denn gestorben? Das kann ich dir mit weiteren Hinweisen sagen. Mache ich aber nicht. Naja, er wurde anscheinend übelst gekillt, so. Also wenn du es nicht rausgelesen hast. Nächster Hinweis, bitte. Ich litt unter Ophthalmie, eine in meiner Familie verbreiteten Krankheit. Dies verschaffte mir in späteren Jahren meinen berühmten Beinamen. Also ist er durchaus berühmt? Also der Beiname? Zumindest? Ja, das ist halt so ein typischer Fall. Ich lasse mich ja gerne einmal mehr eines Besseren belehren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch wirklich berühmt ist. Aber vielleicht widersprecht ihr mir. Jetzt es ist auch voll motivierend hier so, ne? Wenn man sowas die ganze Zeit hört. Das ist wirklich echt Spaß. So. Aber ich spätestens in dem Moment, wo er in einem Fass rum aufbewahrt wurde, dachte ich mir, das ist auf jeden Fall geil. Okay, Ophthalmie klingt nach irgendwas mit den Augen. Und wenn wir überlegen, was gibt es denn für Spitznamen? Also es gibt irgendwas, wie jemand aussieht viel, irgendwie wie jemand Macht hat, wie jemand herrscht. Du bist tatsächlich sehr, sehr und gut. Es gibt dann so Sachen, also ich hätte jetzt auf den Beinamen der Blinde getippt. Weil wenn eine Krankheit, ne, und dann Spitzname, dann ist gern der Blinde. Jetzt überlege ich gerade, welchen Blinden ich kenne. Zweifelsfall Karl oder Alexander. Karl Alexander. Mir fällt gerade auf, dass es unfassbar gut zu dieser heutigen Folge passt. Warum? Der Blinde, weil wir nicht draufkommen, oder? Nee. Weil? Dir fällt auf, dass die Person, die du vorliest, gut zu der Person passt, die nein, du vorliest? Nein, ja. Der. Es ich kann dir nicht gut, folgen. Gut, dass wir es am heutigen Tage aufnehmen. Heute ist der Personen, 20. Haben. Januar. Ach so, weil wir heute ist der internationale also Tag der komm. Blinden. Jetzt stellt euch ein bisschen an. Ah, okay, jetzt hätte ich einen Tipp. Es ist Johann von Böhmen. Johann der Blinde. Yes, sehr gut. Tatsächlich. Mein Name ist Johann der Blinde, Graf von Luxemburg, Markgraf von Mähren, König von Böhmen, Titularkönig von Polen und Ungarn, Sohn von Heinrich dem VII., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Sag ich Vater doch. Von Karl Heinrich. Dem IV., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Über mehrere Jahrhunderte hinweg war ich der Inbegriff eines Ritters. Für Werte wie Edelmut, Tapferkeit und Ehrbewusstsein stand mein Ruf Pate. So, Johannes, und kanntest du den? Das ist dein ich sag mal so, Pate, ich, ja, dein Taufname nee, quasi. Aber tatsächlich erinnere ich mich, dass der Vater hieß Heinrich und die Mutter Margarete. Ja. Boah, hast du das jetzt gewusst? Krass. Aus Hinweis 1, ganz einfach. Ach, Mensch, Johannes, jetzt hättest du so glänzen können. Ja, aber danke. Also Ich gehe nochmal runter. Als ich 12 Jahre alt war, schenkte mein Papa mir zu meiner Beförderung Luxemburg. Was schenken denn jetzt geil. Ein Bub? Der war so nett. Was schenken dem jetzt? Was haben wir denn? Holzpferd, was haben wir noch? Ja, da hast du wieder nichts gekauft. Na, was haben wir denn noch? Rumliegen? Warum was schenken? Ich weiß auch nicht. Luxemburg. Ja, schenken halt Luxemburg. Das will doch kein Mensch. Schengen, ne? Das hört sich für... Das Schengener Abkommen, ne? Schengen ja, ist halt. Klar. Daher kommt es. So, mit 14 Jahren heiratete ich in Speyer eine gewisse Elisabeth. Deren Vater Wenzel starb 5 Jahre zuvor. Ihr Bruder Wenzel wurde 4 Jahre zuvor ermordet. Also vier Jahre. Der hat durch doch die Elisabeth geheiratet. Jetzt stimmt, jetzt wo du es sagst. Entschuldigung, Dominik. Ja. Also fiel mir durch die Ehe ihr Erbe zu. Und noch besser, ich bekam das Buy One, Get Two Free Spezialangebot. Ihr Erbe umfasste den Anspruch auf insgesamt 3 Königreiche. Dieses Erbe anzutreten war jedoch nicht leicht. Meine Hauptstadt war besetzt von den Truppen meines Gegners. Nur durch eine List konnten wir die Stadt in die Stadt gelangen. Schau mal auch hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Ja, genau. Auch später musste ich immer wieder um meine Ansprüche kämpfen. König Fremdling wurde ein weiterer Beiname von mir. König Fremdling? Ja. So, jetzt machen wir tatsächlich nur noch 2 Hinweise, weil sonst hocken wir morgen noch da. Die restlichen können bei mir erfragt werden. In der Schlacht von Crécy
1346 kämpft ich auf Seiten der Franzosen auf eine Art und Weise, die von beiden Seiten als heldenhaft besungen wurde. Ich weigerte mich standhaft, nur aufgrund meiner körperlichen Verfassung, mich vor der Schlacht zu drücken. Ich bat die Ritter meines Hauses, mein Pferd an die ihre zu binden und mich an diejenige Stelle in der Schlacht zu führen, wo das Gedränge am dichtesten und die Schreie am lautesten sind. Ich wollte das Schlachtfeld nicht verlassen, bevor ich nicht mindestens einen Strich mit meinem Schwert gegen die Gegner führen konnte. Ich war so der prominenteste Tote in dieser Schlacht. Der Sage nach trat nach der Schlacht der englische Prinz von Wales, Kronprinz Edward von Woodstock, genannt der Schwarze Prinz, an meine Leiche und sprach: "There lies the Prince of Chivalry, but he does not die." Er nahm meinen Helmschmuck an sich und übernahm diese in sein persönliches Wappen, ebenso wie meinen deutschen Wahlspruch "Ich dien". Dieses Badge genannte Wappen trägt der aktuelle Prince of Wales, Prinz Charles, immer noch. Finde ich cool. Ja. Hohen Respekt. Ja. Hohen Respekt. So. Und die extra Hinweise gibt es dann auf On Demand. Die spreche ich gern separat ein. Also sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Lieber Martin, witzig, weil tatsächlich Schwarze Ritter hat man in der vorherigen Folge und ein Johannes haben wir jetzt auch da. Also du hättest es nicht besser treffen können, indem du hier knappe 3 Monate gewartet hast. Vor 4 Monaten. Genau. Genau. Vor 4 Monaten uns was eingeschickt hast. Also schickt auch ihr doch tolle Tote ein und Hinweise über 10 Tote. Bringt eure ist. Toten, bringt mir eure Toten. Oh Mann. Ich bin noch nicht tot. Und schaut auf den Vornamen. Vielleicht wissen wir dann, wen wir dann einladen wollen. Oh Mann, ich muss echt wieder mehr Monty Python schauen. Und ich bin mir sicher, das habe ich bei der damaligen Folge auch schon gesagt. Wir können ja reinhören. Ja. Dann vielen herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt und insbesondere danke an dich, Johannes, dass du bei uns Gast warst in diesen schönen Folgen. Ja, sehr gerne. Als unqualifizierter Quizlöser bin ich doch immer gerne dabei. Ja. Fantastisch. So, denn dann, bis dann zum danke nochmal Martin und gute Zeit. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.